Politik muss aktiv werden für die Schulen in Berlin. Smartboards haben den großen Vorteil, dass man viele Tools dort benutzen kann, viele kleine Tools, den Unterricht noch ein bisschen zu spezialisieren, um die Kinder zu motivieren, um die Kinder an den einzelnen Themen heranzuführen, die man im Unterricht behandeln muss. Und die Kinder sind halt aktiv dabei, diese Tools auszuprobieren. Ich würde sagen, dass sich für Schulen tatsächlich eine ganz neue Welt öffnet durch Smartboards. Einfach dadurch, dass natürlich mit einmal die Digitalisierung Einzug erhält im Klassenraum. Minhoff hat fantastische Leute, um eben auch gerade sowas durchführen zu können. Der Nutzen ist natürlich immens, weil ich es zu Hause vorbereiten kann. Ich kann es alles auch ablegen. Ich kann Sachen ausblenden, einblenden. Ich kann auch noch Werkzeugtools dazuschalten. Das ist ein enormer Zugewinn. Und wir können uns das ohne digitale Boards gar nicht mehr vorstellen. Letztendlich kann man sagen, ist der Einsatz von digitalen Smartboards ein Mittel, um den Lehrermangel zu adressieren. Ganz wichtig ist dabei nicht zu vergessen, dass es um Menschen geht, dass es um die Lehrer geht, dass es um die Schüler geht. Die eierlegende Wollmilchsau. Schulen haben erstmal die urwüchsige Aufgabe, sie müssen natürlich Unterricht gestalten. Und in der Schule sind natürlich sehr viele Themen wie, welche Geräte habe ich wo, welche Geräte funktionieren nicht, welche Geräte müssen getauscht werden, welche Sanierungsarbeiten, was brauche ich in der Schule. Und das lässt sich im Prinzip komplett am digitalen Zwilling verwalten und natürlich auch mit den Unternehmen oder Dienstleistern, die damit was zu tun haben, natürlich sequenziell teilen. Und wann kommen welche Investitionen auf Sie zu? Und Sie können natürlich auch im Prinzip dann diese Schule digital in der Verwaltung am Ende des Tages auch planbar für die nächsten 10 bis 15 Jahre machen, um auch zu wissen, in welcher Schule fallen welche Kosten und welche Arbeiten in Zukunft an, ohne dass sie ständig in die Schule gehen müssen. Das ist sehr, sehr faszinierend. Der digitale Zwilling ist sozusagen der Plan für alle und für jeden. Der wird einmalig erstellt, bietet die Abbildung einer Gebäudehistorie und das alles noch ohne nach der erstmaligen Erfassung jedes Mal vor Ort sein zu müssen. Das spart allen Zeit, Kosten, Nerven. Für mich als Schulleiterin bietet das einen enormen Entlastungsfaktor, denn ich kann viel schneller bestimmte Angebote einholen. Besonders interessant finde ich es aber vor allem für die Umsetzung des Digitalpakts. Denn da brauche ich ja immer Pläne des Hauses und das bietet ja alles dieser digitale Zwilling. Da sehe ich vor allem fürs Bezirksamt einen enormen Nutzen. Der digitale Zwilling macht es allen Beteiligten am Prozess der Digitalisierung vom Bildungswesen deutlich einfacher, Informationen untereinander auszutauschen, steigert enorm die Qualität der Informationen, die ausgetauscht werden, verschlankt die Prozesse, wird dadurch am Ende auch die Kosten für die Bildungsträger deutlich senken. Die Politik muss Gas geben, damit wir möglichst unseren Kindern für die Zukunft ein bisschen mehr beibringen können.